Mein Name ist Sebastian Bartou, ich bin Osteopath aus der Schweiz. Ich biete Ausbildung an in neurosomatischer Reprogrammierung. Ich biete diese Kurse an in Europa, in andere Teile der Welt und jetzt auch in Metaforum. Ich bin in Singapur aufgewachsen, 10 Jahre lang, und dann bin ich in Europa gekommen. Als Kind, ich habe mich immer sehr interessiert über das Vollpotenzial der Mensch, und mit 18 bin ich nach Indien gefahren und habe mich verliebt in das Welt vom Yoga, viel Zeit in Ashram gepasst und studiert. Danach bin ich zurückgekommen in der Schweiz und habe ich Psychologie studiert, aber das war noch nicht, was ich wirklich suchte. Am Ende bin ich zur Osteopathie gegangen und habe ich meine ganze Ausbildung in der Schweiz fertig gemacht. Ich habe viel Erfahrung mit verschiedenen ganz starken Modalen und Methoden für Heilungen. Leute, die viel Erfolg haben in persönliches Leben und in Beruf, die höchste Athlet, die intelligenteste Leute auf dieser Welt, alle diese Menschen haben was gemeinsam. Sie haben die Fähigkeit, die Flüssigkeiten in ihrem Körper zu mobilisieren am richtigen Zeit und am richtigen Ort. Gesundheit ist immer verbunden mit der Bewegung von Flüssigkeiten in der Körper. Ob man dafür jetzt Stressmanagement verbessern möchte, ob man dafür Schmerz vom Körper wegnehmen möchte oder sich einfach viel entspannen können zu fühlen, das ist immer gleich. Wie bewegen sich die Flüssigkeit in der Körper? Und diese Faktoren ist der Inhalt der NSA-Ausbildung. Wie kann ich selber jeden Tag meinen Mechanismus, meinen biochemischen Körper ändern, um diese Flüssigkeiten zu verstärken in die Mobilisation? Einer von diesen Faktoren ist der Drucksystem im Körper. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Unfall habe, im Autounfall, und die Gürtel hat mein Leber total komprimiert und ist unter Druck. Der Druck im Leber selber wird die Physiologie vom Leber behindern, limitieren. Das bedeutet, was kann ich machen, um die Elastizität wieder zu befreien in der Leber? Der Leber ist grundsätzlich unsere größte Filtration und Energiequelle von der Körper. Und es gibt sehr einfache Techniken, die man lernen kann, um den Leber selber zu befreien, besser zu aktivieren von Physiologie her und auch die Elastizität und diese Entspannungsmöglichkeit. Ein anderer wichtiger Faktor ist der Säure-Base-Balance. In der Körper, jede Muskelverspannung produziert eine Form von Säure, das ist Lactic Acid. Und wenn man permanente, unbewusste Muskelverspannung im Körper haben, dann sind wir immer am Produzieren Säure. Diese Säure hat einen direkten Einfluss über das Nervensystem und über das Funktion des Gehirns. Jede Nerve wird mehr empfindlich, je höher die Säure in der Körper ist. Die unbewusste, permanente Muskelverspannung im Körper zuerst zu identifizieren und dann zu neutralisieren, das ist auch der Inhalt der NSA-Ausbildung.